im ICE von Berlin nach Hamburg. Und dieser Waggon sieht heute ganz anders aus. Er hat sich in ein Vorlesezimmer verwandelt, denn hier geht es heute ums Vorlesen. Anlass ist der 10. bundesweite Vorlesetag. Warum engagiert sich die Deutsche Bahn gerade für den bundesweiten Vorlesetag? Ja, weil sich nichts Besseres anbietet, als zum Beispiel im Zug zu lesen. Das war die ursprüngliche Idee. Lesen ist wichtig. Lesen ist die Voraussetzung für Bildung. Und Bildung ist die Voraussetzung für beruflichen Erfolg. Die Zeit, Stiftung Lesen und die Deutsche Bahn haben prominente Vorleser eingeladen. Und eine 5. Klasse aus Berlin-Zehlendorf darf gespannt zuhören. Sie sind ja Vorlesetag-Wiederholungstäter. Warum? Was ist so schön daran? Es gibt ja nichts Beglückenderes, als andere Menschen glücklich zu machen. Und Lesen hat eben diese Kraft. Und wir sind dabei, diese wertvolle Lesekultur zu verlieren. Lesen ist viel toller und beglückender, als Fernsehen je sein kann. Komm, ich lese dir vor, die schönsten Geschichten. Das weiß ja jedes Kind, was am 15.11. ist, oder? Vorlesetag! Ich bin dabei. Sie auch? Lieb!